Hallo, heute bin ich wieder mit Ellenring. Es geht weiter. Wir haben ja jetzt endlich das, was wir brauchen, um Fias Quest weiterzumachen, beziehungsweise endlich abschließen zu können. Das heißt, wir gehen jetzt in den Untergrund. Und da war ich ja schon, deswegen habe ich ja hier eine Gnade. Ihr wisst, ich bin damals mit einem Sarg gefahren. Das war wie ein Aufzug. War ganz lustig. Also ich musste da die tapfere Gargoyle besiegen. Ich werde euch das Video nochmal verlinken, damit ihr wisst, was ich meine, wo es weitergeht, wie ich dorthin gekommen bin. Das werde ich euch in den Kommentaren verlinken. Ist in meiner Playlist nämlich zu finden. Ich habe die tapfere Gargoyle getötet und auch alle anderen, die was da im Weg standen. Somit können wir direkt zum Kamm der großen Fälle. So. In den Tiefen von Tiefwurz. Ja, der Boss, der ist da eh schon besiegt. Der hat mich nämlich da mal runtergeworfen, das weiß ich. Also, der war nicht so freundlich. Ich meine, sind alle nicht freundlich in Elden Ring. Ist eh egal. So, wo wollen wir eigentlich hin? Wir müssen jetzt über diese Baumstämme darüber, ne? Das wird was. Und wir müssen irgendwie da hoch, das gibt es ja nicht. So. Wir werden das auch noch hinbekommen. Weil ich habe damals, glaube ich, schon ein paar Teile hier gelootet. Und war dahinter schon. Ich bin aber nicht viel weiter gegangen. Also schauen wir mal, dass wir hier hochkommen. Da ist ein Item, ich sehe ein Item. Ich kann nicht da hinspringen. Den Ast. Nein, da kommt Sturmwind nicht hin. Das ist ja Mist. Wir schauen, dass wir gleich auf den Wurzeln bleiben. Na, wir gehen da rüber zu den anderen Wurzeln. Stehen da. Genau. Und jetzt holen wir uns das Item da drüben. Spring! Passt. Sturmwind, du bist top. Das nehmen wir uns mal mit. Ein Schmiedestein, Stufe 6. Na, dafür haben wir jetzt einen kleinen Umweg gemacht. Aber ich glaube, darunter ist nicht so. Ja, das kann tödlich enden. Deswegen gehen wir lieber wieder zurück. So, jetzt gehen wir weiter. Können wir darüber springen? Ja. Sturmwind kann alles. Warte mal, ist da noch irgendwo was? Ich schaue mich mal lieber gut um. Hier steht was. Höhle voraus, daher wertvolles Objekt. Wo zeigst du nur hin? Ich sehe dich nicht. Ach mein Gott. Ich glaube, du hast nach rechts gezeigt. Okay. Wie viele Bewertungen hast du? 18. Ich bewerte sie mal. Aber wenn nicht, bekommt. Also ich kann dich ja nachher nicht mehr schlecht bewerten. Da ist eine Höhle. Warte, da ist aber auch was. Fliegendes. Warte, warte, warte. Rechts versuchen. Wieder? Die stirbt mir ja nicht. Sowas. Da brauche ich den Großbogen. Na? Nicht erschießen. Jetzt ist sie tot. So, die kann man nicht mehr in die Quere kommen. Wir müssen zu. Also über diesen Ast kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Ich kann mir nur vorstellen über diesen Ast hier. Genau, da liegt die nächste Nachricht. Hier und dann Tunnel voraus. 21 Bewertungen. Na, ich bin halt freundlich. Ich bewerte jede Nachricht. Ich sehe den Tunnel ja auch schon. Ist er nicht so?
Wir werden wieder umschalten auf den Kometen, weil ich weiß ja nicht. Ah, ich kann mich ja nicht buffen. Ui, Licht! Ich bin blind. Ich brauche Licht. Lampe, habe ich mir jetzt auf eine andere Taste gelegt. Ah, was ist denn das? Aber ich bin auf Sturmwind. Gut. Der nächste. Was sind denn das? Ameisen oder so? Ich bin in einer Ameisenhöhle. Cool. Das ist doch einmal was anderes. Ameisen. Gibt es doch eine Gnade? Was ist denn der große Ball da? Zum Glück habe ich noch. Ui, jetzt ist der Ball tot. Eine Numenrune, ein Runenbogen, cool, brauchen wir immer. Mana, ja, nicht schlecht, aber ja. Mana brauchen wir immer. Stärkte Beile, super. Können wir etwas Mana sparen. Geht da, ist das eine Gnade da vorne? Warte mal, da steht was. Vielleicht bin ich ja so nett. Und applaudiert da auch gleich Zeit für dieses Feuer. Feuer? Sind hier schon alle weg. Gibt es da noch eine? Sind das Eier? Ameisen-Eier? Ui, was ist denn das? Verbrennt das, oder wie? Feuer. Ja, ich weiß schon, was ihr meint. Was steht denn da? Feuer versuchen. Kann man das nicht... Ah! Habe ich nichts mit Feuer? Es ist keine Gnade da. Ich kann das nicht umschalten auf den anderen. Ja, passt. Noch eine Numenrune. Noch einen Runenbogen. Cool. Ui! Jetzt bin ich unten. Super! Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Komm schon, komm schon, komm schon! Brauch dich! Ein Pferdchen! Jetzt ist mein Pferdchen tot wegen euch! Nein, jetzt bin ich auch tot. Oh mein Gott, das sind ja echt viele. Die muss man von oben töten. Also lasst euch ja nicht runter. Ich bin runtergefallen. Ich konnte nichts dafür. Also wir sehen uns in der Höhle wieder. Bis gleich. Aber gut getroppt. Die droppen alle Numenrunen. Also, puh, echt cool. Wir müssen oben alle töten. Da dürfen wir keinen übersehen, weil irgendeiner hat mich runtergeschmissen. Gibt's ja nicht. Ich dachte, ich hätte alle getötet hier oben. Oder schlüpfen die dann wieder? Die zwei da, kommen die nicht? Auf einmal? Kommen. Nein, kriegen sie nicht raus. Ach. Stehst auch gerade ein bisschen zu weit weg. Super. So. Dann haben wir das mal wieder. Dass es hier keine Gnade gibt, das kann ich mir nicht verstehen. Diese Eier da, ich glaube, die schlüpfen aus. Warte, Stumm, lass mich mal runter. Nein, nichts trinken! Oh mein Gott, kann man ein... Nein, die kann man nicht töten. Super. Ja, ich hole mir meine Dinge schon wieder. Und mich darf keiner runterstoßen. Wir gehen einmal auf die... Jetzt kommen alle. Weg, 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 weg. Komm. Pferdchen. Wie hot. Jetzt kommen alle runter. Feuer, deswegen einfach mit Feuer drüber. Kann ich da nicht einfach einen Wurfstopf reinschmeißen mit Feuer? Bis ich den jetzt habe,
Wir probieren es nicht mehr. Ja, das geht sich nicht aus. Super, ein Mangeltrank verhaust. Und das sind ganz schön viele. Meine Baronin. Weg da, ich hab's schon gesehen. Geht sich nicht aus, okay. Dann machen wir es anders. Passt. Kriege ich dafür keine Numenrune? Oh ja. Cool. Und einen Runenbogen. Den könnten wir eventuell gleich nehmen, aber ja, der ist wahrscheinlich gedacht genau für das hier. Geh, okay, das gibt's ja nicht. Einfach sterben hier. Wo sind noch welche? Da. Und eine große da unten. Warte, jetzt brauche ich mal einen Trank. Ich glaube aber, wir haben die meisten erwischt. Außer die, die sich da unten versteckt haben. Da, auf der Seite. So, eine weniger. Die nächste kommt. Haben wir alle? Sieht gut aus. Ich traue mich mal runter. Holen wir mal das. Ein dunkles Schmiedestein, Stufe 6, gratis. Wir haben ja schon die Klangperlen. Mir fehlt eigentlich nur mal eine einzige. Und das ist die für die legendären Kriegsaschen, die letzte. Die gibt es nämlich im letzten Gebiet. Dass ich noch nicht erforscht habe. Freund. Wo ist ein Freund? Da ist ein Freund. Ich sehe keinen Freund. Wo ist dein Freund? Das sind nur auch so welche. Keine Freunde. Wo ist dein Freund? Bin ich blind? Wo ist dein Freund so? Du zeigst dorthin. Hat er sich vielleicht da irgendwo versteckt, der Freund? Da hoch vielleicht. Ah, warte mal. Da ist ja noch eine Nachricht. Da ist. Oh doch, da ist was, weil da ist ja auch. Komm mal runter. Da ist ja auch eine Lampe. Wo ist dieser Freund? Was steht hier? Wahrscheinlich Todes. Gestorben ist er. Naja. In so einer Höhle kann ich mir schon vorstellen. Aber der zeigt dorthin oder hat er in die falsche Richtung gezeigt? 9 Bewertungen. Ich bewerte dich jetzt nicht. Ich habe zu viel bewertet. Und ich sehe keinen Freund. Ich kann da hochspringen. Ich kann nochmal rübergehen. Ja. Nicht zu Buckrad, bitte. Vielleicht kann ich ja da hoch mit Sturmwind. Ah! Ich war schon oben. Ich sag ja, das ist ein verborgener Weg wieder. Da muss man hoch. Komm. Sturmwind, du schaffst das. Du warst schon um. So, jetzt bleibt er. So, brav. Braves Pferdchen. Nicht runterfallen. Ah, da gibt's aber nichts. Wo soll dein Freund sein? Also, ich weiß nicht, wo ihr einen Freund gesehen habt. Vielleicht ist das auch eine Quest, die ich noch nicht fortgeführt habe. Könnte sein. Es gibt ja so viele Quests. Also das ist ja echt Hammer. Die Runden haben wir uns auch jetzt wieder geholt. Ja. Okay.
Dann kann es weitergehen. Da liegt ein Item. Genau, deswegen wollte ich eigentlich hierher. Das habe ich nämlich unten schon gesehen. Eldensterne. Das ist sicher eine Anrufung. Cool. Verrat. Euer Freund hat euch verraten. Angriff voraus. Diese da. Ja, die erwische ich hier von da gar nicht. Na super. Und ich habe eh fast keine Dings mehr. Was machen wir? Ich würde sagen, wir haben 3 Mana-Tränke. Versuchen wir es noch, dass wir hier runterkommen. Vielleicht finden wir ja eine Gnade. Muss man runter hier. Ui! Noch eine. Puh, jetzt kannst du nicht vorher schon. Okay, also wir setzen unsere Reise jetzt fort. Und zwar hier über diesen Dings, über einen anderen Weg sehe ich. Sturmwind, manchmal bist du mir zu schnell. Also ganz langsam bitte, ja? Kannst du dann langsam raufgehen? Langsam. Oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt. Scherz beiseite. Ja, wir gehen jetzt mal hier entlang. Ich sehe dann Item. Items sehe ich immer. Aber was anderes übersehe ich gern. Ich weiß nicht. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Warum ist diese Einser-Markierung da die ganze Zeit? Habe ich mir die im Untergrund gemacht? Weil also hier oben habe ich sie schon gesucht, diese Einser-Markierung. Ja, wir werden mal schauen auf die Karte. Also können wir schon da runter springen oder so? Ich sehe da lauter Items. Da hoch kommen wir ja eh nicht. Also gehen wir mal da runter. Nehmen wir die geschmolzenen Pilze mit. Davon gibt es ja immer zu wenig. Ob es Pilze sind oder geschmolzene, egal. Ups. Wir müssen schon schauen, wo wir hintreten. Liegt da auch noch ein Item irgendwo? Also ich sehe keins. Was ist denn das? Was ist denn das? Ui, ui, ui. Schnell weg, 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 weg. Wir machen einen Bogen um die. Um die müssen wir uns kümmern. Das sind nämlich jetzt viele. Und da brauchen wir noch etwas Mana und wir haben nicht mehr viel. Sonst müssen wir von vorne anfangen. Oh mein Gott, die sind auch noch so weit weg. Eine ist runtergefallen. Die eine. So, das war knapp. Wo ist die nächste? Wo ist die nächste? Welche geht mich jetzt an? Die da. Ich gewusst. Kommt die? Stirb! Ein wärmender Stein. Irgendwo ist noch eine gewesen. Ich hab's ja gesehen. Wo bist du jetzt hin? Da oben. Und da liegt ein Item unter dir. Das muss man uns holen. Ich habe keinen Mana mehr. Und nur mal einen Trank nachher. Da muss ich jetzt eine Gnade geben. Gibt's ja nicht. Hier bitte. Das nehmen wir auch mit. Eine goldene Rune Stufe 6. Das ist ja nett. War da nicht noch was? Also da muss man sich wirklich gut. Ah ja, da hinter mir. Ich bin ein blindes Huhn. Schau. Schmiedestein Stufe 4.
Ein wärmender Stein. Und da vorne sehe ich auch was, glaube ich. Das dürfte eine Tilie sein oder so irgendwas. Ist das eine Tilie? Habe ich recht? Ja! Eine Geistertilie Stufe 4. Da muss es doch eine Gnade geben. Was steht denn da? Die Nachricht möchte ich lesen. Blume suchen. Ich suche jetzt mal eine Gnade. Der Rest ist mir egal. Gnade voraus! Gnade voraus! Wo? Wo ist die Gnade? Ich sehe sie von oben am besten. Er hat dahin gezeigt. Ich renne wahrscheinlich bei der Gnade vorbei. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber ich. Nein, nein, da habe ich wieder so eine Ameise. Die Gnade, er hat dahin gezeigt. Gnade, wo bist du? Oh nein, das ist eine Fingerleserin. Ja, ich habe die Gnade gefunden. Jubidu, jubidu. Nicht anbeten. Du sollst die Gnade berühren. Dann haben wir jetzt die Gnade. Tiefen von Tiefwurz. Und die Fingerleserin ist da. Reden wir mal mit der Fingerleserin. Should have died a true death. As the first of the demigods to die. As a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the Golden Bough, sentenced to live in death. How could such a thing come to be? Ich weiß nicht, soll ich nochmal mit ihr reden? Sie weint und weint. Ich glaube, die sagt mir wieder das Gleiche. Oh, Fürst Oh, Godwin, mein my armes, süßes poor, sweet Fürstlein hätte einen wahren lordling Tod. should have died a scion of the golden bough. Ja, How Godwin could ist such a thing Geschichte, come ja. to be? Ja, ich räume hier jetzt schon etwas auf. Nur, ich habe schon etwas aufgeräumt, sagen wir so. Etwas. Ich denke, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und weil es ist doch noch ein Weg, bis wir dort ankommen, wo wir hin müssen anscheinend. Und es gibt sicher hier... Wow. Nicht untersuchen! Nicht untersuchen! Wir wollen aufhören. Nicht, wenn der jetzt wieder kommt. Wäre das blöd. Ja. Also, ich wollte mich nämlich gerade verabschieden. Weil sonst wird der erste Part zu lange. Wir haben uns ja... Weil das Teil holen müssen für ja, vier. Vier hat mich immer so nett umarmt damals, mir einen Segen gegeben. Eigentlich war es ein Fluch. Es war nur ein Segen, wenn ich ihn benutzt habe. Ja. Aber egal. Hier ist die Fingerleserin. Ah, gibt es hier vielleicht irgendwo eine Karte auch? Wir werden sie suchen, wenn es eine gibt. Das war mein erstes Let's Play im Untergrund in Richtung Fiers Helden. Am nächsten Tag habe ich dann noch ein Let's Play gemacht und bin immer noch nicht bei Fier angelangt. Das hänge ich jetzt hier gleich ran und ich denke, dann sind wir in der nächsten Folge schon bei Fier angelangt. Schon ist gut gesagt. Das Problem war, ich wurde abgelenkt von einem Riesenbären und von vielen Fröschen. Ihr werdet es gleich sehen. Es geht weiter in den Tiefen.
von Tiefwurz. Viel Spaß. Hallo, es geht weiter mit Elden Ring. Wir sind jetzt letztens hier bei der Gnade Tiefen von Tiefwurz gelandet. Und ja, jetzt müssen wir hier weiter. Mit der Fingerleserin haben wir gesprochen. Die möchte meine Hand ja gar nicht mehr lesen. Ja, wir wissen schon, das haben wir letztens schon gehört, aber meine Hand möchte sie nicht mehr lesen. Dann schauen wir weiter. Ist es ein Nebel? Wo? Was steht hier? Wagt es nicht. Ja, ich würde da eh nicht runterspringen. Hallo? Kann ich mit meinem Pferdchen reiten? Das ist ja was. Ich wäre gleich viel schneller hier. Es gibt eh nur diesen Weg hier, anscheinend. Müssen halt etwas aufpassen. Das heißt, ich markiere, ich versuche immer. Ah, da ist was. Boah, das war knapp. Jetzt. Puh, zum Glück bin ich auf einem Pferdchen. Was bist denn du? Stipp! Gerade noch. Was bist denn du? Ein Frosch? Mit Riesenaugen? Schaut euch das an. Und da hinten ist noch was Großes und da ist noch was. Was machen wir denn da jetzt? Ist das eine Karte? Ich kann die Karte gerade nicht aufmachen. Das ist Mist, wenn ich die Karte nicht aufmachen kann. Okay, da ist ein Wasserfall. Irgendwo ist da noch was. Da. Und ich habe keinen Mana mehr. Pferdchen, lass. Pferdchen, pass auf. Der spuckt Feuer. Wie schwimmen? Ui, ui, ui. Du musst schneller sein. Ist er schon tot? Nehmen wir das mal mit. Drachenwunden weg. Und schneller, da liegt was im Pavillon. Nein, 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 nicht vorbeireiten. Die Karte! Können wir die jetzt aufmachen? Nein, da muss noch irgendwo was sein. Wollen wir da rein? Da ist irgendein Gegner, ein großer. Sollen wir den vielleicht angehen? Wir haben aber hier keine Gnade. Aber wir haben eine Karte. Endlich! Lässt er sich öffnen, dann sehen wir hier auch was. Na, ist das nicht schön? Wir könnten jetzt da nach hinten gehen. Oder wir könnten mal zum Wasserfall gehen. Warte mal, da liegt was. Das ist sicher wieder ein Schwammerl. Ja, ein Pilz. Was ist da? Wo sind denn meine Heiltränke? Da. Was? Heute sind meine Einstellungen top, seht ihr? Also, die sind jedes Mal Vorsicht vor starker Feind. Ui, dann heile ich mich lieber mal. Dann heile dich. Vielleicht können wir ja eine Asche rufen. Wo da drinnen? Das ist was. Ja, weg, 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 weg! Ui! Richtig!
Ich habe gerade einen Heiltrank getrunken, du böser Bär. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich konnte nicht blocken, gar nichts. Das ist ein mieser Bär. Den werden wir jetzt angehen. So, der Bär hat sich jetzt verscherzt. Wo ist meine Route? Dann nehmen wir gleich was anderes, was Gescheites. So. Nehmen wir das. Die Sterne des Ruins. Weil wer weiß, wie sich der bewegt. Und wir könnten ja auch mal was anderes nutzen, wenn wir nicht auf dem Pferdchen sind. Also, wo sind meine Runen? Die holen wir uns gleich mal wieder. So geht's gar nicht. Achso, da kommen ja noch andere davor. Die müssen wir ja auch besiegen. So, da kommen ja wieder diese Wichte. Vielleicht können wir denen aus dem Weg gehen. Und gleich die Sterne des Ruins hineingeben. Wo sind die? Da drinnen müssten sie sein. Schnell holen und wieder raus, sage ich. Und dann kämpfen wir heraus. Da haben wir mehr Platz. Ich werde nicht da festgehen. So. Bärchen, wo bist du? Ich lock dich mal da raus. Bärchen. Ich lock jetzt wieder deine. Na raus, 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 raus. Raus aus dem. Jetzt hat er mein Pferdchen getötet. Na warte, jetzt wäre ich aber gleich böse. Ja, im Wasser kann ich mich nicht so schnell bewegen. Na super, jetzt wollte ich mein Pferdchen wiederholen. So, jetzt bist du aber... Heiltrank, reit, reit, reit. Jetzt haben wir gleich zwei am Hals. Da. Reit was... Jetzt hast du mein Pferdchen wieder getötet. Jetzt wäre ich aber langsam böse. Ui, 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 wo bin ich da gelandet? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Da raus, da raus, da raus, da nimm das mit, das Item, nimm das Item mit. Wo bin ich da gelandet? Habt ihr das gesehen? Also wir werden jetzt einmal die Frösche angehen, glaube ich. Alles nach der Reihe. Der niest. Ja, ich habe mich, glaube ich, erschreckt. Die haben ein Pferdchen getötet. So geht's nicht. Rache, Rache, alles. Jetzt bin ich keine gute Hexe mehr, so. Wer mein Pferdchen tötet. So. Jetzt muss ich aber da rein. Und das sind viele von denen. Da ist wieder... Ach, da ist schon wieder so einer. Ein Frosch. Komm, komm. Komm zu mir. Einer weniger. Da ist noch einer. Die sammeln sich ja alle. So. Wo sind meine Runen? Dort wollen wir hin, weil das sind auch viele Items. Also wir können eh keine Asche holen. Also es ist... Oi, oi, oi. Da. Müssen wir uns reinschleichen. Schnell wieder raus. Wir locken sie raus. Ja, ja, komm zu mir. Komm zu mir. Ich muss euch nur als erste anvisieren. Komm zu mir. Jetzt kann ich da rein. Und mir die Items holen. Komm. Ein Runenbogen. Was ist das andere? Raus da wieder. Ein Item liegt noch drinnen. Da. Ein Schmiedestein, Stufe 6. Dafür haben wir unser Leben riskiert. Sollen wir jetzt den bösen Bären gehen oder wieder? Die was uns da alle folgen. Ich glaube, wir gehen den bösen Bären. Wir haben eh schon die ganzen Items. Die gehen wir irgendwann mal auf da, oder? Seid ihr noch da? Ich habe nämlich einen Statuseffekt. Muss noch kurz warten. Der böse, böse Bär. Hinter dem Wasserfall.
Ui, das sind ja alle noch. Nein, die müssen wir irgendwie vorlocken wieder. Dann ist es ein bisschen blöd. Da ist noch einer. Ein Frosch. Komm, spring. Da ist ein großer. Also da geht's zu. Bis wir zu vier kommen. Ich bin gespannt. Wie lange das dauert. Lass mich immer ablenken. Ich möchte jetzt wissen, was der Bär droppt. Geh, da fallen ja noch mehr Frösche vom Himmel. Wie viele soll ich denn von ihnen töten? Lass mich jetzt in Ruhe. Ah, geht weg von mir, Frösche. Vielleicht gehen sie... Nein, die müssen wir vernichten. Sonst stören sie mich dann, wenn ich gegen den Bär käme. Oder? Kommen die mir jetzt noch nach? Der Bär war ja da. Ja, na klar, kommt mit der da noch nach. Jep. Wo ist der böse? Puh, der Bär. Da ist noch einer. Und da sind zwei. Geh, das ist ja wieder mies da. Spring. Und wir den anderen auch noch. Also jetzt haben wir, glaube ich, eh schon bald alle getötet. Jetzt ist es eh schon egal. Ich glaube, da ist noch einer, gell? Nein, der ist schon tot, okay. Da kommt der nächste. So, das ist aber genug. Genug Mana drängen. Okay, gekostet, das ist nicht da. Also da kommt mir eh nirgends rein. Ich bleibe jetzt mal beim Wasserfall. Hol den Puh, den Bären raus. Den bösen Bären. Da brauchen wir was, was schnell ist. Anders dunkler Mond ist nicht schnell. Haben wir nichts Schnelles dabei? Ja, probieren wir es mal in den Kometen. Das ist nicht. Talisman voraus. Ah, der droppt einen Talisman. Dann probieren wir es mal mit den Starken. Ja, hast ihm schon mal gut Schaden gemacht und jetzt raus da. Schnell, Pferdchen. Jetzt bist du tot. Kommt er nicht durch? Ui, jetzt sind jetzt wieder die anderen da. Die Frösche. Nicht dazu, dass Komet kommt. Pferdchen, lauf um dein Leben. Wir brauchen einen anderen. Kommen schon wieder solche. Wo ist der Bär? Da rennt man noch immer nach. Und da vorne ist auch was. Da ist schon wieder so ein mieses Tier. Hey, ich hab dich anvisiert. So, stirb. Jetzt hat er mein Pferd getötet. Ich hab's gewusst. Steh auf, stirb! Auf. Locken. Brauchen wir einen Mana-Trank. Brauchen wir einen Mana-Trank. Ich muss einmal aus dem Block raus. Nein, jetzt frisst du mich.
Danke, hat sich erledigt. Wir dürfen die Frösche nicht anlocken. Das ist ein böser Bär. Also ich würde sagen, ohne Pferd. So, Pferdchen, Galopp. Wir haben unsere Runen verloren. Und jetzt schauen wir, dass wir nicht die ganzen Frösche anziehen. Und die Libellen auch nicht. Die sind auch nicht so gut. Warte, da machen wir einen Kreis. Und dass wir irgendwo runterspringen, das ist auch nicht so. Sterben immer einen anderen Tod. Da sind meine Runen. Ganz langsam. Wo sind die? Da ist er nämlich drinnen irgendwo. So, Party. Man muss halt schnell sein bei dem. Das ist ja das. Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er noch wieder. Wir haben mir schon mal Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Weg, 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 weg! Lauf um dein Leben! Vor! Wir wollen ihn nach vorne treiben. Hier, ins freie Feld. Immer gut kämpfen können. Kommt er? Nein, wir haben ihn schon wieder verloren im Bären. Jetzt kommen wieder diese blöden Frösche. Geht weg von mir. Ich will euch nicht. Ich möchte den Bären. Ich sage ja, es sind zu viele Gegner. Da ist der Bär. Nein, nein, nicht euch. Den Bären. Ich brauche einen Mana-Trank. Da kommt man nicht nach. Tötet die Frösche, genau. Wisst ihr, ich habe dich gesehen. Bist du noch da? Also. Oh, den Heiltrank. Das sind die Frösche, die mich da segieren. Geht weg von mir. Weg, 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 weg. Brauchen einen Mana-Trank. Einmal noch drauf auf Puderbär. Warte, da kommt ein Frosch, den nehmen wir gleich mit. Weil die ärgern. Wo ist Puderbär? Wir holen uns jetzt Pudenbären. Sorry. Puh, ist das wieder in seine Höhle oder was? Geht, er versteckt sich schon wieder von mir. Lass mich kurz runter. Waffen aufs Pferd schnell, weil der ist so schnell heraus aus seiner Höhle. Ich hab gewusst, du bist wieder in deiner Höhle. Nein, der ist nicht in seiner Höhle. Wo ist der Bär? Ah, da ist er. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Wo ist der Bär? Ein Treffer noch. So. Das war Puderbär. Dropp was. Du solltest ja was droppen. Puderbär hat nichts getroppt. Dann liegt der Talisman da drinnen irgendwo. Das gibt's ja nicht. Der böse Bär hat nichts getroppt? Das gibt's ja nicht.
Das war seine Höhle. Gibt es da eine Leiter? Ich bin blind. Das ist eben Licht. Ohne Licht nichts. Also ich bin nicht nachtblind oder so, aber in Elden Ring, da gibt es schon sehr dunkle Ecken, muss man schon sagen. Also wie kommen wir da jetzt hoch? Ich glaube nämlich, dass das der Talisman ist. Und draußen stand ja, dass er ein Medaillon droppt. Also er hat aber keins getroppt, ja? Also ein Talisman. Ich weiß es nicht. Also ich komme hier nicht drauf. Ich habe es auch mit. Da liegt nämlich ein schönes Item. Ich habe es ja wirklich versucht mit Sturmwind. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Was soll man machen? Jetzt habe ich Pudim, den Bären, getötet. Für was habe ich den jetzt getötet? Da wir jetzt schon bei 46 Minuten sind und das Let's Play, das zweite, auch schon fast vorbei ist, ich habe noch ein paar Gegner mitgenommen am Weg. Wir machen eine kleine Abkürzung zur nächsten Gnade und von dort geht es dann weiter. Hier gibt es dann auch Geistertilien noch am Weg. Und von dort machen wir dann weiter mit einem nächsten Let's Play. Und da gehen wir aber dann direkt zu Fias Helden, die ich auf der Karte dann gleich markieren werde, damit es nächstes Mal schneller geht und ich nicht wieder abgelenkt werde. Also hier beim Wasserfall zeige ich euch noch schnell den Weg zur Gnade. Und dann machen wir auch direkt Schluss. Ich hätte mir den Talisman natürlich noch holen können. Den gibt es dann über einen Umweg in eine Höhle. Das heißt, das ist der Höhlenausgang wieder. Können wir ja noch angehen, eventuell in der nächsten Folge. Es ist alles noch offen. Der Weg zu Fia kann schnell gehen, kann aber auch lange dauern, wenn man sich ablenken lässt. Geht außer. Was war denn das? Da, das habe ich übersehen. Cool. Da könnte man ja die gleiche Gnade finden. Warte mal. Schwuppdiwupp. Hoch, oben sind wir. Ein Adamblatt. Na, das ist aber was Nettes. Gibt es noch was hier? Wenn wir schon hier sind. Da unten. Warte mal. Das ist ein. Ui, den müssen wir anvisieren und töten. Pferdchen, lass mich mal kurz runter. Dann machen wir Terra Magica. Und dann den Großbogen. Ich hoffe, ich treffe ihn. Nein! Schon wieder dagegen. Das kann ja nicht sein. Ich brauche einen Mana-Trank. Nein, das trifft ihn nicht. Na super! Das war jetzt wieder Müll. Pferdchen, Hühot. Wo war denn das? Da war er. Super. Können wir da noch wo hochspringen? Das wäre ja cool. Nochmal. Hup. Na, da kommen wir nur da hoch. Weil, was steht denn da? Schauen wir mal, was da steht. Zu hoch? Findest du? Runtersuchen. Ja, okay, ich gehe schon wieder runter. So. Immer da fallen lassen. Also das heißt, den müssen wir töten. Oder soll ich dir lang? Ich gehe mal dir lang, warte. Und jetzt lässt mich alleine. Ein Gasstein. Und zwar einige. Wo ist denn die Gnade? Ich suche eine Gnade. Ich gehe da sicher nicht runter, wenn ich keine Gnade habe. Da muss ja irgendwo eine Gnade sein. Das gibt's ja nicht. Vielleicht da drinnen, bei dem Bösen. Den da. Der schaut mir nämlich sehr böse aus. Ui, der verträgt doch einiges. Ui, schnell weg, Pferdchen. Weg, weg, weg. Der blockt. Und der... Kriegt der nicht einmal viel ab? Ich weiß nicht, ob wir den töten wollen.
Wenn da eine Gnade ist, dann schon, ja. Warte, ich suche eine Gnade. Lass mich mal kurz da rein. Wo ist mein... War da eine Gnade? Nein, da ist keine Gnade. Dann gehen wir da wieder weg. Schauen wir mal darüber. Vielleicht ist da eine Gnade. Die letzte war ja auch auf der anderen Seite. Ah, ich habe sie gefunden. Wer sucht, der findet. Hier ist die Gnade. Dupidu. Ich freue mich. Rasten. Namenlose, ewige Stadt. Wir kommen immer näher. Und ja. Das heißt, Fierce Quest, also das Licht können wir ausmachen. Es ist es schön. Ja, es wird jetzt schon Nacht bald. Also man sollte... Ui, da sind aber einige da unten. Und da gibt es auch eine Höhle. Also einiges zu erkunden. Einige Gegner, wie ihr seht, da vorne ist schon ein Böser. Den möchte ich unbedingt erledigen. Ich hoffe, das geht mit einer Asche. Das wäre cool. Wie viele Runden haben wir denn jetzt? 45 Dollar, eh noch viel zu wenig. Ich überlege. Aber da muss ich ja noch echt viel farmen. Das ist ein Blödsinn. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es auch geschafft. Ich habe die Gnade gefunden. Jetzt können wir nicht mehr weit sein von 4, denke ich mal. Also, wir sind jetzt... Da haben wir die Gnade gefunden. Namenlose, ewige Stadt. Das heißt, das ist eine ganze Stadt. Da gibt es viel zu erkunden und sicher viele Items. Aber heute nicht mehr. In der nächsten Folge geht es dann weiter in der namenlosen Stadt. Ich habe jetzt zwei Bereiche markiert. Das hat einen Grund. Das machen wir in der nächsten Folge. Was für einen Grund das hat. Und damit wir nicht wieder auf Abwägen sind und endlich Fierce Quest vorantreiben und nicht uns mit Puder, Bär und Fröschen und so weiter herumschlagen, gehen wir nächstes Mal direkt zu Fierce. Entschuldigung, ich muss etwas lachen. Ja, ich auf Abwägen. Aber wir können ja das Gebiet komplett auch durchsuchen. Irgendwann hätten wir Fierce schon gefunden. Also sie ist ja nicht mehr so weit entfernt. Ich habe mir gedacht, vielleicht sind wir schon vorbeigelaufen. Nein, sind wir nicht. Wir sind am richtigen Weg. Also, hier sollte es noch einen Ort der Gnade geben. Die anderen habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ich möchte ja selbst erkunden. Und hier drinnen, ich habe es mir eh gedacht, der große See sieht aus wie eine Arena. Ja. Ui, das wird was in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wirklich, ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß. Tschüss.